Kasperle, der kippt man manchmal gegen den Kasperle. Ja, ich freue mich mit dem Thomas ein Stück zu spielen. Es ist ja vorher schon erwähnt worden, der schwäbische Bob Dylan von der Alp. Das ist also nicht respektierlich gut, ich weiß auch gar nicht, weil Bob Dylan ist auch so ein kritischer Kopf, kennt er jeden und so weiter, wie unser Thomas auch. Und ich habe mir erlaubt, das Stück vom Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right, auf Schwäbisch. Und das sitzt das hier in Anlehnung an Wolfgang Campus, der hat das mal auf Wienerisch gesungen und ich habe da, glaube ich, ein bisschen das Schwäbisch gemacht. Und dann wollte ich wissen, das hat mir halt so gefallen in der Stuttgarter Zeitung, weil der Tate Just Wolter mit seinem 100-jährigen Geburtstag, da hat der Gerhard Raff, ja, in seiner Kolumne geschrieben, unter anderem du, also der Thaddäus Broll, und die Nichtschwaben wissen das Flattieren, was das ist. Jemanden flattieren. Okay. Zitat vom Thaddäus Broll. Erklären. Ja, flattieren. Die Schmeicheln, ein bisschen so, ja, vorbei. Schädel. Also jetzt. Schleimen. Schleimen, richtig. Ja, richtig. Du, also Thaddäus Broll, du hast immer gesagt, dass man ja kein Arschloch flattieren soll, sondern ein Arschloch häusen soll, wenn es ein Arschloch ist. Auch wenn ihm das Nachteil bringt. Da kann ich ja sagen, also ich werde auch in Zukunft habe ich nicht vor, unserem OB Zieger oder im Drechsel oder sonstigen Leuten zu flattieren. Keine Schimpfworte, wie der Thomas schon gesagt hat, verwenden. Das kann man sich ja denken. Also jetzt der Bob Dylan. Machen wir mal ein gutes Tempo. Es hat keinen Sinn, dass du da sitzt und mit Blätter machst. Schon alles egal. Es hat keinen Sinn, dass da sitzt und mit Blätter machst. Dass einer fortgeht, ist doch ganz normal. Wenn aufstehst in der Früh und aus dem Fenster schaust, bin ich längst schon fort und auf der Straße draus. Ich bin doch bloß gegangen, bevor du schmeißt, aber denk dir doch, es geht vorbei. Bitte schalt kein Licht an, weil ich brauch keins. Wenn ich neu sag, dann rein ich nur ein. Bitte schalt kein Licht an, weil ich brauch keins. Ich find mein Weg im Fenster auch allein. Ganz heimlich wünsch ich mir, dass was ganz Irres zu mir sagst. Zum Beispiel kann ich sagen, dass mir trotzdem noch magst. Aber ich übersehe dabei, dass du mit dem Reden ein bisschen blockst. Aber denk nicht nach, es geht vorbei. Bitte hör jetzt auf, mit mir zu streiten. Lass mich 5 Minuten. 5 Minuten nur in der Ruhe. Bitte hör jetzt auf, mit mir zum Streiten. Ich höre sowieso schon eine Menge zu. Ich wundere mich, dass ich mit dir so eingefahren bin. Früher warst du anders, so lieb wie ein Kind. Aber sowas ändert sich manchmal sehr schnell. Aber denke doch, es war vorbei. Musik.
Hosen. Ich weiß alles, es ist noch nicht zu spät. Das falsch zu mir warst, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Plus, dass mir so viel Zeit verloren, das liegt mir ein bisschen im Magen. Und ich kann unsere ganze Blödheit einfach nicht mehr ertragen. Doch, denk nicht noch, es ist vorbei. Ja, denk nicht noch, es ist vorbei. Oh ja. Ja, wir waren ja ein bisschen stehen geblieben in den Preisliedern auf die Bruchstücke unserer Speiszettel. Und natürlich dürfen wir das Spätzle da nicht vernachlässigen. Das ist klar, jetzt haben wir natürlich die Ode schon vergeben, an Maultasch, die Hymne an der Kartoffelsalat. Da bietet einem die altgriechische Poesie auf der gleichen Anspruchsebene eigentlich bloß noch die Elegie auf. Ist aber nichts Leichtes, gell? Weil die Literaturwissenschaft sagt einem ja, die Elegie sei ein Gedicht im Ton verhaltener Klage und wehmütiger Resignation. Bringen Sie das mal mit einem Spätzle zusammen. Ist nicht leicht, gell? Aber wenn man nicht bloß drauf reinfährt, gell? Sondern sich auch mal klar macht, was so ein Spätzle durchmacht, wie es so weit ist. Also wie es sich vorkommen muss im letzten Moment vom Verzehr, gell? Also heute Thaddäus Troll tatsächlich auch gelesen, hat sich auch vorgestellt, so ein Spätzle auf dem Seier, gell? Das wär ein weiser Kind. Ein weiser Kind auf dem Seier, sagt der Thaddäus Troll, gell? Das ist natürlich, wenn es schon die Richtung geht, gell? Da muss ich natürlich in die Tonlage übergangen, die der Elegie aufmessen ist. Also ein Ton des Betrübtseins und der Bekümmernis. Gell? Nachher wird es nochmal heiterer, verspreche ich Ihnen. Gell? Ja, und Sie müssen es mit der entsprechenden Ergriffenheit auf sich wirken lassen. Gell? Wenn wir das nachkriegen, noch klappt es mit der Elegie vom Spätzle auf dem Seier. Ein Spätzle auf dem Seier denkt sich, es war ungeheuer, was sie mir angetan haben, bis ich da gelandet bin. Ist das nicht Grund zum Klagen? Zuerst wirst du im Ring rumgeschlagen, dann rausgerissen aus dem Bettle und nachgeschabt vom Brettle. Ins Wasser siehe dich heus, vergnügen war das geheuer. Oh, essen wir doch Brezle oder auch Päckle-Spätzle. Aber die sind nicht wohl Steier, denn Spätzle auf dem Seier. Doch es hat nicht weiter geschadet, jetzt bin ich geschwenkt und badet. Fürs Erste aus dem Schneider bloß frage, wie geht's weiter? Ich bin recht sauber gerade, vielleicht sucht der saure Braten die ideale Braut oder ein Sauerkraut. Auch kann das schön ergänzen, entrauchter Bauch mit Lenze. Das gäbe ein flotter Dreier, denkt Spätzle auf dem Seier. Riss und Gräben, da kann sich so dran heben. Die scharfe, dunkle Helle, die mögen mir doch alle. Sie haben an meiner Gestalt der allerbeste Halt. Lieber Schwabe, kommt es zu Pass, man weiß, er ist gern nass. Und dieser alter Witz, ein glatter Kartoffelschnitz ist hierzuland verkauft, weil so ist dran unterlauf. So war's früher, so ist's heuer. Denkt Spätzle auf dem Seier. Na
Natürlich wär's es sagen und ich hätte nichts dagegen. Legt neben mir im Sösli ein Prickelmürbes Schössli. Ein Rostbrätli mit Zwiebel, ja, das wäre auch nicht übel. Oder in Gamben geschmolzener Käse, das ist auch kein schlechtes Gefräß. Ich habe noch mehr Optionen. Mit einem Spinat und Bohnen mache ich schon auch was her, da hätte ich wohl mal leer. Ich fände schon noch mein Freier. Den Spätzle. Auch das kennt man ja blieb mit Äbbieren entbrieren. Obwohl sich Grubel regt, weil wir uns nicht so mögen. Da müsst sonst mach ich Schrei, es sieht Fleisch noch zu. In den Geusburger Marschrei, Junge, das kennt ihr gerade noch schlucken. Sonst keine Päbern, da seid ein paar Dukoi-Krombier leiden. Zur Not noch als Salat, aber da streng separat. Das will ich sagen, der liegt fein schwere Magen. Überhaupt noch ein besseres für Tricks. Nein, kommen will ich nix. Erdäpfel, mir sind sie nicht geheilt. Den Spätzle. Ich ist mir glatt verführen, sogar zum Reisieren ganz international. Das wäre mir auch egal. Vielleicht wär's gar nicht ohne Spätzle in Minestrone. Auch eine Ratatouille brecht mich nicht in Bredouille. Vertrage kennt ihr mich auch mit Chebab-Chichi. Das wäre Abenteuer und ich wär Global Player. Spätzle auf dem Seil. Doch sind ja solche Träume, oft wie man sich bloß träumt. Ich bin so melancholisch, weil mir's halt gar nicht wohl ist. Gott wohl sein gewisser Gang und ich mach's nicht mehr lang. Ich glaub, jetzt wird's gleich schwierig, da guckt einer so gierig. Wahrscheinlich der Altleier, der frisst mich schon vom Seier. Ein Spätzle-Schwarm wird sein, der packt mir sicher gleich. Jetzt nimmt er mir auf die Gabel. Er stopft mir in sein Schnabel und macht den Hinterbund zu. Er schluckt, jetzt hat er Ruhe. Zeit und deswegen, ja, sie kommen ja gerade aus der Pause, gell, und nicht, ja, sich so zurückhalten mit dem Prosit wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir es da natürlich auch noch ins Spiel bringen, das ist klar. Das ist uns ja, ja offensichtlich eingeboren, zum Beispiel, ja, denn, ja, dass man an den Zusammenhang von Wein und Gesundheit, auch von Alters her, glauben, bevor jetzt die wissenschaftlichen Befunde nach und nach ja, dann auf der Tisch kommen. Also, ich nehme bloß einmal unseren Friedrich Schiller. Er hat dreiviertel Jahr vor seinem Tod als sterbenskranker Mann noch eine peinlich genaue Inventur in seinem Weihkeller veranstaltet. Er hat da die Sorte aufgeschrieben, die er vorgefunden hat. Dann in der Kolonne, na, er hat das durchzählt natürlich, in der Kolonne, wo viel vertreten ist, das sind die ganzen Bouteillen. Die ganzen, das sind die halbe. Mit denen hat er es nicht so gekannt. Also wenn man die ganze zusammenzählt, dann kommen 196 raus. Und die vier dazu, 200, ein schöner, ein schillerorientierter schwäbischer Weinbestand, obwohl Württemberger gar keine vorkommen noch. Unter den Sorten muss man leider feststellen. Das nächste ist noch der Leistenwein, den er da neben den Ausländern und so, also natürlich Burgunder und so weiter. Der Leistenwein, das ist heute noch oberhalb von Würzburg. Noch eine Weinlage, eine bestimmte, den hat also der Schiller schon kennt. Kurz und gut, das gibt einem natürlich Hochgefühl, das ist klar. Umgekehrt, wenn man in seinem Weinkeller totalen Schwund feststellen muss, gell, dann kommen natürlich ganz andere Gefühle, das kann bis zur
Ja, zur Depression bis zum Lebensüberdruss. Gottesgange, wenn da also total geplündert ist. Und dann kommt man in eine Stimmung, ich sage mal, die kommt dem nahe, der uns aus dem Liedgut dann auch so geläufig ist. Der eine, der Gott ja, sagt ja, durchs Wiesental gang ich jetzt nah und so weiter. Und er findet ja ein gutes Schätzchen im Leben. Und wenn man das jetzt übertragen, den Freund, der in sein Weichheller nahe aber da nichts mehr findet, okay, mit was das raus, was uns der Herbert Häfel jetzt singt. Also wenn man gut versorgt ist und gar an einer gehobenen Weinverkostung teilnehmen darf, dann muss man natürlich heutzutage auch das entsprechende Vokabular drauf haben. Gell? Da genügt so das, was man sonst den Besen so austauscht, über die Besenbreite lang längst nehme. Und deswegen kann es nicht schaden, wenn man sich das einmal nochmal klar macht. Was da dann gefragt ist beim Weinseminar, überhaupt, also das ganze Verhalten sollte einfach dem Stand doch unserer Zeit auch entsprechen. Und deswegen einfach Paragraph Eushäus bloß nicht hudeln und das Viertel nicht nonderdudeln. Neu zwischen Eischenke und Schlucke kannst du höchstens glüstig gucken.
weil es folgen nach der noblen Sitte mindestens drei Zwischenschritte. Hebs Gläsle, das ist erste Pflicht. Natürlich spreche ich von einem Voller mit Kennermine gegens Licht und stell nach, und zwar möglichst geschwollen, indem du das Auge schweifen lässt, eben über Geweihfarb fest. Schwätz aber nicht so einfach raus, drücke dich gehoben aus. Nicht wie da neulich, wo ich dir an Ehre sage, von der Farbe her kannst du nicht lagen. Was du etwa bräuchtest, wenn du in Lemberger durchleuchtest. Sag nicht, kein schlechtes Färbli, ja, das Sine. Nein, er spielt im Rotton der Rubine. Oder Granatrot sehe ich ihn funkeln. Er changiert vom Leuchtenden zum Dunkeln. Sag bei einem vollen Weisen, in Bernsteingelb sieht man ihn gleisen. Es ist klar, dass der Kopf von Krage kostet. Wenn sich ein Färble hat er wie mein Mosch. Und dann auch ist noch nichts mit Tränken. Vorher musst du ihn im Gläsle schwenken und noch warten mit dem Süfflen. Vorläufig darfst du bloß drauf schnüffeln. Dann gibst du dich als alter Hase und sprich von sehr dezenter Nase. Sechs. Gut strukturiert, ein Nussbukett, Holztöne ausgeprägt, genierte nicht. Sag auffallende Blume, reintönig, elegant, ein Wohlgeruch von Honig und Krokant. Wie Rosenduft, ein sanfter Hauch, aber lieber ist ein Schlauch. Jetzt noch zwar ein Mausvoll nehmen, aber du musst dich noch bequemen, bei der Suppe hast du es nicht dürfen, doch beim Weih ist Pflicht das Schlürfen. Dass die Geschmacksstoff sich entfalten, soll man ihn zuerst im Munde halten. Erst danach, mir der feine Grollen, sollst ihn über Zung abrollen. Natürlich ist der Tisch verbannt, wenn du geschluckt hast, auf dein Urteil gespannt. Es wäre Hausbacker und gar nicht recht, wenn du sagst, den kann man trinken, gar nicht schlecht. Oder der schmeckt mir doch, der macht was her. Das ist unterkennens ordinär. Also, nicht übel, bei dem bleiben wir. Siehst, mein Lieber, deshalb schreibe doch nicht, dass am Wortschatz dir gebricht, wie der kundige Wein bespricht. Rühm an ihm, weil desto entscheid die exzellente Üblichkeit, den soliden Körper, die füllige Wucht, die weichen Tannine, die deutliche Frucht, von Karamell den Kitzel am Gaumen, den betörenden Anklang an Pfirsich und Pflaumen. Streng es mir auch dein helles Käpfleslang, ne, das wollt ihr ganz gut treffen. Lob die perfekt balancierte, feinnervige Art, die edlen Aromen, etwas wild und doch zart. Gar zu einfach darfst du nicht fassen, sag nicht bloß ja auch den Kammer lassen. Spür Aprikosentöne, den sinnlichen Schwung, die herblädrige Überlagerung, die markante Ausgewogenheit, die dezent strukturierte Geschmeidigkeit. Lass deine alte Sprich, mein Lieber, wir von dem in Rausch ist besser als hochs Fieber. Auch zeugt nicht gerade von Rednergabe der anderer. Der weiß gut, so viel auf der Bergab. Und meine Leute gehst auf den Wecker mit einem, wenn ich versaufen muss, noch lieber in dem als in Necker. Sprich den Anklang an Veilchen oder doch ihr Vanille, die satte, körperreiche, fleischige Fülle, da ist die Harmonie, die ganz ungeheure, die fein nuancierte, rassige Säure. Ganz unfein ist es auszurufen, besser als ein Kosch voll Klufen. Auch zeigt es nicht von Weinbildung, wenn sie der Witzel auf der Zunge. Konstatiere ein holziges, ja pfeffriges Element, den pelzigen, fast mineralischen Trend, fulminante, glutvolle Eleganz und der Nachgeschmack, schwätzt da ja nicht vom Schwanz. Es brächte dich bei schwer entenge, man sagt, der Weih hat eine sehr schöne Länge, einen starken Abgang, vollmundig komplex. Wirst sehr, ringsrum ist man perplex. Und hält dich für einen großen Geist, weil du dich auszudrücken weißt.
Das macht, dass du in deiner Runde aufrückst und als Mann der Stunde am Ende gerade wieder bei als Gast einen ganz starken Abgang hast. Was ja natürlich zum weiteren Themenkreis Küche, Essen und Trinken natürlich auch gehört. Natürlich die Regularien bei Tisch, die haben sich natürlich auch im Schwäbischen ausgebildet. Da sind wir übrigens ganz, ganz mit vorne dran gewesen. Also wenn man eine schwäbische Festordnung aus dem 16. Jahrhundert nachliest, da sieht man, gell, wie wir da schon hinterher waren. Gell? Da hat es geheißen, die Gäste seien gehalten, sich gegenseitig eines gesitteten und wohlanständigen Benehmens zu befleißigen. Wer solch Gebot nicht achtet, seinen Nachbarn bei Tisch stoßet und bedränget, ihm saftige Stücklein wegstippt und seinen Wein aussupfet. Ein solcher Gesell soll auf einer Kuhhaut aus dem Saale geschleift werden. Ja, da waren wir ganz, ganz vorne dran natürlich. Und ja, da sollte man sich noch mal klar machen, was so alles, wenn man als Gast auch irgendwo sein darf und gut verköstigt wird. Also wenn es klappt mit der schwäbischen Maxime, am Sonntag, wo ein Psychle machen, dann brauchst du heim kein Tichle machen. Wenn das funktioniert, da muss man natürlich auch wissen, gell, was ich so für Gastgeberin und dem gegenüber gehört und was ich gerne sieht und hört. Also, das ist aber die einzige Wiederholung, die wir uns gegenüber unserer ersten Runde dann vielleicht doch noch heute zu Schulter kommen lassen müssen. Schon deswegen, weil der Thaddäus Troll hat uns da auch ein bisschen auf der Trappe geholfen. Also, wenn die Köstlichkeiten aufgetischt werden, da soll man natürlich nicht gleich drauf neifahren, sondern zuerst einmal den Anblick auch würdigen, gell? Also das Entzücken und die Bewunderung in einen Ausruf rein. Und da sieht der Thaddäus Troll, der sich sehr gut, dass der Laut, der ein schwäbisches Markenzeichen sei, dazu eignet, eben unser O. Thaddäus Troll sagt, der zwischen A und O changierende Laut. Natürlich, wenn so etwas auffährt, gell, so eine Spezialität, dann muss man natürlich auch wissen, wie man das artikulieren muss. Es muss also aufsteigende Melodie haben. Also O. Weil wenn sie umkehren machen, O. Und deswegen vielleicht doch so diese kleine Schulung nochmal, dass man da wirklich auf dem Laufenden ist. Ihr fragt euch, wo will das nah? Ich hans vom 6. schwäbischen Vokal vom A. Hört euch doch die Preise A, die bringen Graz A und das O noch nah. Aber halt kein sauberes A. Gut, wenn die Hochsprache mich nicht brauchen kann, sich wohl denkt, das Nase A, dann gehe ich halt woanders nach und klopfe mal bei den Schwaben an. Darum haben wir es und sind so froh da, weil man nämlich ohne A kein schwäbisch Sätzle sagen kann. Ihr glaubt es nicht, nachher habe ich noch einmal einfach nach, wie die Leute so schwätzen, ja, aber Theaterabend nehme ich mal an. Gestern sagt der Franz Maimar, Theater gibt's da, müssen wir nah. Sie spielen Jungfrau von Orléans. Es geht billiger zwar im Abonnement, aber da gucken wir das mal nicht dran an. Ich sag, sie gaut ein schöner Anzug an. Mal sitzen sie Banzhafen nebendran. So wie das letzte Mal an.
Zu mit ihre großkotzige Glocke, du Blader da. Ihr Lale dazu noch. Weil mit seinem Gratel nicht wo noch, der war ja bloß zum Puzzle da, vor lauter Langweil so wo noch. Da hockt der Doktor an den Abend, fand die Vorstellung denn an. Los, machen Nare, wir sind da. Oh, muss das lang drum, grad vor mir noch. Ich zähle doch schon da oben, ja. Wo gehen wir mal noch? Na, du noch. Schöne Kostüme, ha, und unserem Schiller sei Sprache, ha, da kommt meines Miele nicht dran an. So aus, das ist aber schade, oh, bravo, Applaus, hänge doch noch etwas nach. Halb elf, jetzt sind wir doch schon fast spät dran. Am sechs ist Nacht rum, ah ja. Adele, ich sau jetzt auf meine Straße vor, dass wir am Arsch noch schlafen können. Neuralgische Stelle, so im Festablauf, natürlich auch, und da braucht es auch eine gesitterte Regelung, der Punkt, wo man nach der ersten Portion eigentlich ganz gern noch mehr hätte. das ist halt, ja, ne, das sage ich mir nicht so nass, forsch wie wir Berliner, sage ich mal, ganz aus jetzt seid ihr da, nehme ich noch einen Schlag. Fortbestehende Lusten, gell, der wird bei uns das erste Mal ein bisschen, ja, der versteht, gell. Man verfolgt, wenn man es recht machen will, das Prinzip der allmählichen Annäherung. ja, das spielt sich, wenn es wirklich vorschriftsmäßig sein soll, dann spielt sich es tatsächlich in drei Akten sozusagen ab, gell? Und erster Akt, dann nach allererster Nötigung entschiedene Verweigerung. Die Gastgeberin sagt zum Beispiel, ah, das ist mir doch eine rechte Freiheit, schön ausgessen und Teller grad wie geschleckt. Das lassen wir aber gefallen, man sieht, es hat Ihnen geschmeckt. Ich darf Ihnen doch nochmal schöpfen. Vom Braten, vom Gemüsle, ein paar Spatzen, da sagt man, nein, nein, wo denken Sie auch noch? Ich bin schon jetzt am Platzen. Wo soll man es denn auch noch tun? Nichts mehr, nein, nein, nichts mehr. Wirklich kein Fuß mehr, wie schätzen Sie mich ein? Und schön wäre, ich bin es halt gar nicht gewöhnt, bei uns daheim wird sparsam gegessen. Jetzt nochmal so ein Schlag, das wäre ja gerade vermessen. Oder auch auf Nacht solche Portionen, das wäre ja allerhand. Nichts mehr, nein, gucken Sie, wie viel schon alles spannt. Noch ist nach so einem ersten Akt die Chance auf Nachschub voll intakt. Zweiter Akt, man gibt sich immer noch genannt, aber man zeigt nachlassenden Widerstand. Die Gastgeberin drängt etwas so, das kann ich gar nicht glauben, dass niemand mehr was möchte. Da denkt man ja als Köchin, vielleicht war es doch nicht recht. Also meine Herrschaften, jetzt zieren Sie sich nicht, nehmen Sie nur ein bisschen, Sie haben ja kaum was gehabt. Jetzt antwortet man, Sie können einen aber nötigen. Ich sollte wirklich nicht noch mehr, Sie machen eins Nein sagen einmal schwer. Oder da wird man ja fast schwach, wenn Sie so mit Ihrem Schöpfer winken. Dass ich auch gar nicht an meine Linie denken. Sehr passend wäre. Ha, jetzt sind sie mich fast schon rumgekriegt. Ich spüre ja auch schon meine Schwachskräfte wanken. Immer gern gehört, wer halt arges ist. Ich mach doch gerade Diät. Das sieht ja aussehen, als ob man der Füllerei und Gaumenlust frönen täte. Gleich klappt's jetzt voll und fällt nicht viel und man ist an seinem Ziel.
Der dritte Akt, er dämmert schon, Aufopferung und Kapitulation. Jetzt wird's ernst, wenn Gastgeberin droht. Ich frage jetzt noch ein letztes Mal, bevor es abtragt. Möchte wirklich niemand mehr? Jetzt streckt er seinen Teller nach und sagt, also ein Löffel voll. Ich weiß von mir, man hat gern die Hefe leer. Oder wenn sie es gar nicht anders sehen, dann sage ich auch nicht neu. Es wäre schade, wenn so ein ungeschicktes Restchen blieb. Vom Fleisch bloß noch ein dünnes Scheibli im guten Sösle zu lieb. Auch nicht schlecht, ein paar Spätzle noch, sonst kriegt es womöglich die Katz. Aber nicht, dass ich meine, ich esse sonst wirklich wie ein Spatz. Sehr einfühlsam habe ich sie jetzt von uns doch mürb und weich zu machen wissen. Ein kleines bisschen noch, dass sie nicht nur 8 Tage lang davor essen müssen. Ganz raffiniert mehr. Na, kann ich auch nicht anders, sonst sind sie mir noch böse. Also, dass es nicht eingefrieren müsste. Auftaut wäre es nicht mehr das. Schließlich angesichts dann doch spärlicher Reste das Finale. Oh, jetzt haben wir es doch fast gezwungen. Ah, das bisschen hebt man auch nicht auf. Dass die Anzeige Ruhe hat, dann hätten wir es halt voll drauf. Ganz wichtig, dass man es mit einem gebührenden Dank auch abschließt zur Einladung. Und da haben wir natürlich auch, sagen wir, ein Reglement, was so das, die richtige Form ist. Man sieht also nicht, schade, dass ich schon genug habe. Aber da habe ich schon schlechter besser. Schon, also zwei Komponenten sind eigentlich unvermeidlich, wenn man es recht machen will. Also erstens muss rauskommen, sind eigentlich gar nicht sein müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man Zeit an so bestellt, dass man ein Gespür, eine Antenne dafür hat, was die Gastgeberin an Mühe und Chef und Köste mit euch geht. Also kurz und gut, es geht in dem Fall so um ein Weihnachtsessen, aber sie können es auf jede Einladung ja, übertragen. Also vorbildlich wäre etwa, dein Festmahl macht uns Hochgefühl. Unser einem war es ja fast zu viel. Und beinahe schon eine Völlerei. Das wäre doch nicht nötig, aber wir waren so frei. Und füllte Flädle, ach, bist du die bloß Nore machst? Nein, was doch du für Umstände machst mit so einer Flädlesputzlerei, das wäre doch nicht nötig, aber wir waren so frei. Ein Eig macht's Kalbfleisch, ja, mir zwingen's ja schier nicht. Du hast ja 3 Tage Erbe in der Küche gehabt für so eine Weihnachtsesserei, das wäre doch nicht nötig. Aber wir waren so frei. Handmachte Spätzle, ja, heute hört's nicht mehr auf. Auch noch mit schönen Bröseln drauf. Denke bloß an die Schaberei, das wäre doch nicht nötig. Aber wir waren so frei. In Fitz auf, so wie es sein muss, heiß und luck. Damit du schon auch kein Duck. Zum Schluss auch nur die Schleckerei. Das wäre doch nicht nötig, aber wir waren so frei. Mundelsheimer Käsberg, ein herrlicher Wein. Schad, mehr als 6 Viertel bringen nicht mehr. Stark die Sauferei, das wäre doch nicht nötig, aber wir waren so frei. Jetzt sollte man gehen, es war richtig nett. Ach, hast mit uns wieder Geschäft und Köste gehabt. Nötig war es nicht, aber wir sind halt so frei und gucken an Ostern wieder vor. Da können wir es natürlich auch von der ganz anderen Flanke zeigen, Töne, wie sie bestimmt bei so einem Dankeschön nicht vorkommen dürfen. Dafür ist bei mir immer zuständig Stante Klärle, ich muss ein bisschen erläutern. Stante Klärle ist in einem von unseren Stücken, also Nachempfindung von Kurt Götz, die Kommode, der Kommode heißt es bei uns.
Und da ist das dann die Claire eine Hauptfigur, obwohl sie die Bühne selber gar nicht betritt. Das Claire ist nämlich alles allein sich und bettlägerig in der oberen Dachkammer und sehr gefürchtet wegen der sehr verletzenden, für die Köchin und Hausfrau, verletzenden Kommentare, die sie abgibt über das, was man ihr zum Essen aufbringt. Gell? Und ja, da, weil also ihre Gebrechen sind rein körperlicher Natur, geistig ist sie völlig frisch. Gell? Deswegen legt sie ihren beißenden Kommentar gern in kleinen Vierzeilern unter das gebrauchte Geschirr. Das trifft dann die Hausfrau immer wie ein Bandstrahl, gell, wenn wieder so ein Wunder liegt. Und sie können es nachempfinden, wenn sie sich anhören. Unter Linsen ganz am Rand sich heute ein Seitenwürstle verdient. Ein Vorschlag nun vom Tante Claire, wie wäre es jetzt nächstes Mal mit frische Waffeln sind zu Preisen, kommen sie gerade aus dem Eisen. Standen sie rum geraume Zeit, sind sie so lummelig wie heut. Die Köchin gleich erfahren soll's, ihre Suppe war heut stolz. Die guckt in ihrem Größenwahn ein mit keinem Auge an. Ich sag's grad raus und ohne Scheu, bei deinem Backwerk bleibst dir treu. So speckig wie dein Gugelhopf gelingt dir auch der Hefezopf. Dann erkläre, gell? Ich bin kein heuriges Häslein mehr, denkt auch an meine dritte Zehe, die haben mir heute arge knapp, weil Sprengerle sind bockelhart. Ich such noch immer sich ein Witz in deinem Schnitzbrot nach dem Schnitz. So sei es sich einer wo verborgen, wenn ein fällt, dann melde ich's morgen. Wenn man an jedem Eile spart, gibt Spätzle von der bleichen Art. Es ist doch jedes Mal dasselbe. Wann gibt's denn endlich einmal gelbe? Hab deine Gutzle durchprobiert und schreibe dir's ganz ungeniert. Marmor zerspringet, Eisen zerbricht. Lass deine Zimtstern immer, tun's nicht. Bis auf der Kanne Boden, Guggifug, schwer durch dein Guggifug. Falls mir's heute Nacht am Schlaf gebricht, an deinem Kaffee, ich muss nicht. Vielen Dank, es wird ja musikalisch abgeschlossen. Deswegen eine kleine Zugabe, jetzt gleich an der Stelle, deutlich eine kleine. Wir sind heute Mittag unterwegs von Bietigheim mit der Regionalbahn, sind natürlich zwischen Cannstatt und Unterdirkheim auch am Stadion vorbeigefahren. Und da hat man heute Gefühle, gell? Das war dann noch von 2007. Das war 2007, gell? Da hat man das noch in der Zeitung gedruckt, die Zeit hatte ich mal. Das ist natürlich fällt einem da bei dem Hintergang, ja, man fragt sich, wer spielt da jetzt in der nächsten Saison? Aue und Aale und Cottbus und Sandhausen wahrscheinlich. Da kommt man natürlich drauf, dass, da kommt vielleicht mal auch später Nachruf an unseren Mario Gomez ein. Der heißt noch, lieber Mario, es ist heute noch ein Jahr noch, dass du einst bei den bäuerischen Stromer auf der Leim bist du nicht Mensch noch Halunke. Die Hand mit Millionsverträgen wunken, bist du unser Eugerkrecks. Ach, Mürb war schon weich, kocht und schwach. Uns Fans hat's verschüttelt und wir, man hätte ja manches verziehen. Nach Milano, zum Barca, zum Menu. Wer schlimm genug weh, aber sag bloß, how can you? Der bäuerisch großkopfende Blas, den ich gut edel von der Säbener
Straße. Bei denen, das war doch nichts Schönes unter der Fuchtel vom Obermoos Hönes. In der Bildzeitung schwätzt er so samt um der Her. Du wärst ja zwar gut, aber leider nicht sehr. Dem machst im Jahr gut 2 Dutzend Kisten, bist ganz vorne dran in die Torjägerliste. Und was bitte ist noch der Dank? 87 Minuten hockst du auf der Bank. Aber auf Bank hat er ja noch mehr gesetzt, ist wahr. Dafür hockt er jetzt ganze 3,5 Jahre. Los, Frust hast du doch kein bei dem Gesellen. Uns tut schon leid, aber so hast du halt willen. Wir hätten recht gehabt, lieber Mario Gomez. Das war was Verkehrtes, was ganz Dummes. Komplett waren wir vollends dein Jammer mit Mandzukic, Pizarro und Götze und Sammer. Nix als die geärgert und runtergemacht hätten sie, bis das dumm war und sechs nix wie ab nach Firenze. Jetzt lernst du Italienisch und denkst dir, oh je, wie schön war es doch beim VfB. Und wir wären vom Abstiegsgespenst gerettet, wenn wir doch bloß die unseren Mario noch hätten. Gestellt auf der Rathaustreppe. Wir machen das so sauber. Deswegen singen wir jetzt miteinander den Kehrreim von diesem Lied. Da geht ums Saubermachen. Also Kehrreim im wörtlichen Sinne. Da können wir gleich mal ein bisschen den Hintergrundchor einüben. Der heißt Putzlumpe braucht man überall, braucht man Putzlumpe, braucht man überall, braucht man Putzlumpe, braucht man. Das ist also völlig. Und Gesangding, musikalisch ist er völlig einfach. Sie können ganz leicht vierstimmig gleich mitsingen. Putzlumpe braucht man überall, braucht man Putzlumpe, braucht man überall, braucht man. Thank you.
Gemeindesaal, im Kino, Kirch und Kathedral, im Krankenhaus, bei Ultraschall, am Fallbein oder Marterfall, im Kreuzsaal, in der Leichenhall, im Parlament, im Affenstall, bei Bosch, McDonalds, Interknall, in Berlin, Schwenkern, in Esslingen, bei jeder Wahl. Sozial oder lieber liberal, ultra nazi national oder schmerz. Meine Damen und Herren, wir von der Beschäftigungsfront haben wieder großen Bedarf an Putzlappen. Junge, saugfähig, aber auch alte, abgebrühte Lappen werden immer wieder gesucht. Bitte melden Sie sich bei uns an der Sammelstelle. Wir warten. Wischet sie mit der Tisch, dann mischet sie den mit dem Mist, und dann wischet sie den mit dem Mist vom Tisch. Mischet sie mit der Tisch, dann mischet sie den mit dem Mist, und dann wischet sie den mit dem Mist vom Tisch. Kandidatur auf der Schwäbischen Alb, da habe ich in einem Ort
da, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich wollte da Bürgermeister werden und wollte mich vorstellen als Kandidat, es war aber kein Interesse da. Dorf, Gaststätte und wollte mich vorstellen, es saß da ein einziger Stammbruder, der sowieso da guckt, wer. Der hat mir hergerufen und gesagt, ja, war ich denn da? Bürgermeister mich werden. Ich bin die Bürgermeister werden. Da musst du mal zeichnen, musst du noch mal auf den Arbeitsplatz gucken. Ja, wie scharfe Bursch. Mit dem morgens einen Haufen Steuern raus und schaufle die Steuern von einer Seite auf die andere Seite. Dann machst du Mittag. Und im Nachmittag schaufle ich die Steuern wieder auf die andere Seite. Dann machst du Feierabend. Und dann weißt du, was ich schaffe, dann sag ich, scharfe Bursch. Zum Proben und zum Überlegen. Das war also jetzt richtig was ganz Spontanes. Das haben wir eigentlich miteinander nichts mal. Ich kann höchstens noch zum Proben. Von deiner 100. CD nochmal was aufspielen. Ich singe noch ein Lied, das meinem Alter entspricht. Thank you.
Wenn ihr aber lachen wollt, lacht ruhig. Ich hätte so gern jedem Kind entfallen. Fahrräder, Flicker, Spritzer, Knaller. Aber Ellerweil such ich meine Sache. Ellerweil such ich meine Sache. Ellerweil, das ist egal, was ich mache. Dein Rädle, ja, das riecht in dir. Jetzt lädt mir bloß mein Schraubenzieher. Das ist doch gestern noch der Kläger. In der Schublade neben der Säge. Ellerweil such ich meine Sache. Ellerweil such ich meine Sache. Kommt aber Spritzer heut, wo ist mein Schlauch, da bin ich noch gescheit. Heut Morgen ist er im Hof noch gestragen, jetzt so ein Kinder auf den Nacken. Ellerweil such ich mein Sach, Ellerweil such ich mein Sach, Ellerweil war egal, was ich war. Schleich durchs Wäldle mit mein Quer, kommt ein Riesenbär daher, der greift mich an, der will mich fressen. Ich hab mein Munition vergessen. Ellerweil such ich mein Sach. Ellerweil such ich mein Sach. Ellerweil, ganz egal, Bär, lass mich leben. Lieber Bär, lass mich leben. Ich such doch das mein Sach. Herr Gott, ich such doch mein Sach. Solange ich schnauf, rat ich euch, passet bloß gut auf. Auf Kugler, Schleich und Schraubenzieher, sonst kann's euch grad so lumpert wie mir. Ellerweil such ich mein auf, so steig ich auf zum Himmelstor. Und klopfen stand lang davor, wo innen heiratet Petrus Flure. Wo fliegst du Scheißschlüssel? Komm wieder zu. Ellerweil such ich mein Sach. Ellerweil. Ganz egal, was ich mach. Gegen Stuttgart 21 bringt ja seit circa 3-4 Jahren den Stundenbegleich. Und wir fühlen uns unheimlich geehrt, dass im ganzen Großraum Stuttgart Uli und andere sich bemüßigt fühlen, uns da zu unterstützen, damit wir den Tunnelblick tatsächlich auch produzieren können, dass wir genügend Exemplare drucken lassen können und dann wird er von vielen Hunderten von Menschen im Großraum Stuttgart, bundesweit, sogar zum Teil über Deutschland hinaus verteilt. Wir haben zurzeit eine Auflage von 20.000 Stück. Wow. Das ist Nummer 44. Mit den vielen Baustellen und den Irritationen, die uns tagtäglich begegnen in Stuttgart selbst, aber natürlich auch im großen Umfeld bis hin nach Rottweil und nach Schwäbisch Hall hinauf. Als Beispiele haben wir das zusammengetragen. Und morgen kommt Nummer 45 raus, in dem beschrieben wird, wie diese Baustellen und die Zerstörung der Stadt auf uns alle wirken. Und dass wir so starke Unterstützung, so positive Rückmeldungen kriegen von Uli, von Herbert, von Thomas oder von Jakob Enderle, ist für uns eine unheimliche Motivation, weiterzumachen. Wir haben schon mehrfach beschlossen, dass wir aufhören. Nein! Nein!
nach der Volksabstimmung, der sogenannten Volksabstimmung, nach dieser Phase von geplantem Betrug, nach zum Beispiel der Aufsichtsratssitzung im März, war auch eine Idee, bis dahin machen wir noch, oder machen bis Jahresende 2012, 2013, bis Ostern, wie auch immer. Wir haben es weitergemacht und ich will, wie gesagt, euch für die Unterstützung danken, aber auch der Redaktion, von der ein großer Teil hier sitzt, angefangen von Karin, ohne die, wenn sie nicht ständig uns daran erinnern würde, dass wir uns zusammensetzen müssen, dass wir weitermachen müssen, wir sicher die Hälfte der Tunnelblicke nicht produziert hätten. Kommt, dann lädt sie uns ein zu sich, Roland bekocht uns und wir versuchen, oder wir haben es, es ist bisher immer gelungen, die Probleme in den Griff zu kriegen, dank der kulinarischen, schwäbischen Verköstigung im Hause Roland und Karin. Dann sitzen hier der Wolfgang, der mehrfach Beiträge geschrieben hat, der Andreas, der Detlef, der immer Beiträge schreibt, der Karten malt, der die ganze Grafik macht, der Martin, der Hans-Georg, wer auch immer, und unser Chefredakteur sitzt oben an der Bar und guckt sich das Ganze über Video an. Jörg Exner ist derjenige, der immer dafür sorgt, dass die Qualität der Worte, der Buchstaben, der Farben, mit Karin zusammen immer die Farbenwahl, der einfach für die Qualität des Tunnelblicks steht. An ihn und an euch alle einen ganz herzlichen Dank. Tunnelblick ist improvisiert und kommt dann doch relativ gut raus. Wir haben jetzt uns entschieden, allen Akteuren heute einen Merlot, ein K21 Merlot aus biologischem Anbau aus Italien zu überreichen, als kleinen Dank an dich, Roman. Vielen Dank. Wir kennen uns schon von frühester Kindheit. Du kommst auch. Ich auch. Ich habe mir zu den 200 Gattung verändert. Die vierte Flasche hat uns gefehlt. Wir haben gerade mitgekriegt, dass der Herr statt Merlot, statt Trollinger, statt Samtrot und was auch immer lieber eine Pepsi hat. Ich nehme sowas, so ein Gift normalerweise nicht in die Hand, außer nicht. Du hast das Licht am Ende vom Tunnel gesucht. Wenn du das siehst, dann... Also wir sind mit dem Kunden, damit das weitermachen ist, ja. Dass wir absolut davon überzeugt sind, dass das Projekt nie umgesetzt wird, nie verwirklicht wird. Auch wenn es noch so viele Milliarden verschlingt. Irgendwann mal das in sich zusammenbrechen, dank unseres Widerstands vielleicht etwas früher zusammenbrechen. Ich wollte... eigentlich noch euch ein Sammelband überreichen von 2012. Sie sind alle weg. Ach so. Also, ich habe jetzt nur die vorläufig neueste Nummer, wie gesagt, die noch neuere kommt morgen. Dann findet ihr die Aufnahme. Ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Und wie gesagt, es hat ja einen Zweck und einen Sinn. Wir wollen ja, dass der Tunnelblick weiterhin erscheint. Und wir können die Kameraden zwingen, dass er kommt, indem wir kräftig Geld sammeln. Weil wenn die Geld hätten, dann wissen sie was drauf. Deshalb empfehlen Sie, wenn Sie oben sind, mit der Kessel, schmeißen Sie was rein. Und
Jeder Einzelne würde seine Tönebeck. Und nochmal ganz herzlichen Dank an die Esslinger Initiative. Der Tönebeck ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und für mich ist es also wirklich eine Pflicht und eine große Freude, eigentlich so ein Stück und also auch zukünftig zu machen. Und nicht zum letzten Mal. Vielen, vielen Dank und natürlich auch dich, Herr Bart, dass du uns jedes Mal hier deine Räumlichkeiten zur Verfügung stellst. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja.